muss einen Weg finden, um diesen Vampir außer Gefecht zu setzen. Ich muss in seinen Unterschlupf eindringen. Du bist doch schon längst in seinem Unterschlupf, oder täusche ich mich da, mein Lieber? Diese Tür ist sehr massiv. Ich sehe keine Möglichkeit, sie aufzukriegen. Sprich, sie ist abgeschlossen. Gut, dann müssen wir uns erstmal hier weiter umschauen. Zu der Frau will ich erstmal nicht gehen. Was haben wir denn hier noch Schönes? Was ist das? Bizarr. Dieses Gemälde zeigt ein religiöses Motiv. Oh. Fiat Lux. Es werde Licht. Ein religiöses Motiv. Auf den Überresten einer halb verbrannten Holztafel aus einer Kapelle, auf der die Genesis dargestellt wird, konnte ich zwei Worte erkennen, die gleichsam in himmlischem Schein erstrahlten. Fiat Lux. Oh, mit dem Lesen ist es halt nicht weit her bei mir. Was haben wir hier noch für ein Gemälde? Die Überreste eines halb verkohlten Wandteppichs. Ursprünglich waren darauf junge Ritter in einem Halbkreis abgebildet, wie sie ihre Schilde tragen und die Schwerter emporstrecken. In der Mitte ist Graf Dracula zu sehen. Ja, und der ist sogar noch halbwegs gut erhalten, im Gegensatz zu den hier hinten. Ein bisschen angekuckelt, hm? Ah ja, hier können wir sogar was angucken. Das Symbol des Drachenordens. Ein christlicher Orden, dem die Familie von Graf Vlad Tepes, Graf Dracula, angehörte. Drachenorden, genau. Hab ich auch schon von gehört. Aber ich dachte, Teppich war nur ein... die Übersetzung für Pfähler und ein Schimpfwort und nicht sein Beiname. Bin mir allerdings jetzt nicht sicher, weil man das ja oft in Zusammenhang mit ihm hört. Einer der Ritter trägt an seinem Arm ein Band. Es ist pink. Pink? Naja, ich hätte es als rosa bezeichnet. In der Halle habe ich die Überreste eines halb verkohlten, aber sehr interessanten Wandteppichs gesehen. Es sind darauf junge Ritter in einem Halbkreis abgebildet, wie sie ihre Schilde tragen und die Schwerter emporstrecken. Dracula ist noch vollständig zu sehen mit seinem Drachenschild. Die anderen Ritter jedoch sind teilweise oder ganz verbrannt. Lediglich ihre Schilde und die Bänder an ihren Armen, das Zeichen der Liebe einer Dame, sind noch zu erkennen. Einer der Ritter erträgt eine goldene Rüstung und einen einzigartigen Schild, hat ein Band um den Arm gebunden mit der Farbe Pink. Achso, das war's schon zu dem Bild. Okay, hier ging noch was. Schauen wir mal. Merkwürdig. Da ist etwas. Oh, das ist hübsch, das Gemälde. Aber wir nehmen erstmal die Kordel mit. Es gewittert immer noch im Spiel. Vorhangkordeln. Wirklich sehr lang. Und wenn wir zwei kombinieren, können wir das? Ja, dann haben wir eine große, oder? Gut, ich muss mal wieder aufräumen hier. Ja, so ist besser. Ja, lass mal die Brille in Frieden und guck dir erstmal das Bild hier an. Dieses Gemälde unterscheidet sich stark von den anderen. Die junge Dame ist voller Freude und ihre Fröhlichkeit passt nicht zum Stil der anderen Gemälde. Mhm, aber die ist wirklich hübsch, die Dame. Oh, da konnte man was angucken. Sonst auf dem Bild war nichts, nur die Hände irgendwie. Merkwürdig. Die rechte Hand der jungen Frau und der Gegenstand, den sie trägt, wurden abgekratzt und sind in diesem Teil des Gemäldes nicht mehr erkennbar. Aber wir haben hier die Brille, also sollen wir uns wohl was näher angucken. Ja, Vergrößerungsgläser. Ah, da sind alte Farbspuren. Der entfernte Gegenstand wurde in grellem Pink gemalt. Dieses Gemälde, das hinter einem Vorhang versteckt ist, gleicht nicht den unheimlichen Bildern in der großen Halle. Es zeigt eine junge Frau mit kastanienbraunen Locken, die, umgeben von Blumen unter einem sonnigen Himmel, vor Freude und Glück strahlt. Ihre rechte Hand und das, was sie darin hielt, wurden so zerkratzt, dass man an der Stelle kaum etwas erkennen kann. Der Gegenstand, den jemand wohl unkenntlich machen wollte, wurde in grellem Pink gemalt. Das heißt also, wenn sie so ein rosa Armband hat und der Ritter das dann hier auf dem anderen Bild hat... Könnte das die Angebetete von Dracula sein, die er unbedingt in Minas Körper zurückholen will? Diese Irina hieß die, glaube ich, ne? Die hat ja ihre Liebe einem anderen geschenkt, was ihn so rasend gemacht hat. Also hat er wiederum das Bild hier demoliert. Oder so ähnlich. Naja, gut. Ja, trotzdem, der Waffenschrank ist erstmal interessanter als die Intrigen hier.
Wegen der Kombination. Ich denke mal, da können wir noch mal mit dem Diener sprechen. Das sollte eigentlich kein Problem sein. Wir. Moment. Ah ja. Gut, alles klar. Ich muss das jetzt so oft neu laden und neu aufnehmen, dass ich nicht mehr Hallo, weiß. guter Mann. Guter Mann, ja. Dass ich nicht mehr weiß, was ich jetzt schon getan habe und was nicht. Aber ich denke, es sollte hier wirklich anknüpfen an den letzten Part. Ich suche nach einer jungen Frau. Falls sich irgendein Gespräch wiederholt, bitte ich das zu entschuldigen. Können Sie mir sagen, ob hier vor kurzem eine junge Frau eingetroffen ist? Ach, die ganze Zeit. Der Meister kriegt immer so hübsche junge Dinger. Ist die letzte dieser Frauen in diesem Teil des Schlosses zu finden? Natürlich, beim Meister. Im Schlaf hört sie den Meister singen, damit er seine Liebste, die Erste, zurückholen kann. Ja, so ist es. Die erste. Verdammt! Das Monster hat mit seinem blasphemischen Ritual begonnen. Wo sind Sie? Nicht weit, aber doch ziemlich weit. Du wirst nie da unten reinkommen. Sie wartet schon auf dich. Wer wartet schon? Oh, die Schöne mit den schwarzen Haaren. Und das Biest mit den schwarzen Haaren. Ich Ich werde mich weiter großartig. umschauen. Großartig, plapper mir nicht immer rein, mein Junge. Aber irgendwie ging doch noch was mit dem Diener. Ich frag mich, ob der bestechlich ist. Wahrscheinlich eher eine Marmelade als Blut, oder? Mal probieren. Lecker. Hast du was gut bei mir? Ja, super. Was bedeuten diese Zahlen auf den Särgen in der Gruft? Die Lieblinge des Masters. Sie haben es viele Nächte ausgehalten, bevor sie verrückt geworden sind und seine Lordschaft sie mit all seiner Gnade erlöst hat. Die Nächte, so lange wie er. Ach so. Sagen Sie, kennen Sie die Kombination für den Waffenschrank im großen Saal? Dreimal die Nächte mit einem weißen Mond und zweimal die Nächte mit einem roten Mond und fünfmal die Nächte mit einem schwarzen Mond. Mond, das sind die Haarfarben, oder? Werden eine blonde, rothaarige und eine schwarzhaarige. Ich werde mich weiter umschauen. Das probieren wir doch gleich mal aus. Die Zahlen haben wir. Die Tür war es, glaube ich. Und hier vor. Immer diese Laufwege. Auf einmal, da nicht schnell laufen kann. Und zum Waffenschrank. Gut. Greife ich schon mal vorsichtshalber zum Taschenrechner. Das Schlüsselloch zum Waffenschrank ist mit einem Zahlenschloss gesichert. Ich muss die richtige Kombination herausfinden. Also, was hatte der jetzt gesagt? Fünfmal die Nächte mit einem. Dreimal die Nächte mit einem weißen Mond. Dreimal. Ist das ein Dokument oder ein Berichte? Dreimal. Muss sie blond gewesen sein? Also dreimal 8954 plus. Plus. Zweimal die mit einem roten Mond. Plus zweimal. Ah, nein, Gerichte. Moana. Zweimal. 12176 plus 5-mal die Nächte mit einem schwarzen Mond, 5-mal, na, die hat's doch gesagt, 5777 ist gleich 80.099. Na also, perfekt. Bingo. Oh, der Schrank ist offen. Schauen wir uns erstmal die Waffen hier drüben an. Helme. Was ist das? Kettenhemd?
Dieses Kettenhemd ist mir zu groß, aber es könnte dennoch guten Schutz bieten. Tja, lieber zu groß als zu klein. Eine Armbrust, das ist die ideale Waffe. Leider fehlt die Sehne. Du lässt dir da bestimmt was einfallen. Wir haben ja noch genug Vorhangkordeln. Und... Schilder. All diese Schilde sehen ähnlich aus, weil der Sammler auf der Suche nach Pelor, dem Schild der Sonne, ist. Laut dem Tagebuch meines Freundes Harker befindet sich Pelor, der Schild der Sonne, in Transsilvanien. Der Beschreibung in Bruder Belgos Tagebuch zufolge und nach der erstaunlichen Sammlung von Schilden zu urteilen, die ich im Schloss Dracula gefunden habe, ist Pelor hier mitten im Reich des Monsters selbst, das er zerstören wird. Ich muss ihn nur noch identifizieren. Drei Stück. Moment, auf dem einen Bild. Geh mal zu dem Gemälde, zu diesem verkohlten Wandteppich. Da war, glaube ich, jemand mit diesem Schild mit so einem Monden drauf. Das müsste doch der echte Pelor sein, oder nicht? Ja, hier, der Geliebte von der Frau. Mit einer Zacke unten und dieser Rundung oben. Gut. Und dann müssen wir noch gucken, was wir mit dem Schild anstellen müssen, damit der für uns brauchbar wird. So, nochmal die Schilder. Ah, der mittlere. Ich sehe ihn schon, genau der hier. Und da stand in diesem Buch... Hier irgendwo spielte mit seinen Waffen. Er kreuzte die beiden Monde. Monde kreuzen. So, und richtete die Pfeile so aus, dass die goldenen Pfeile auf Silberstücke und die silbernen Pfeile auf Bronzestücke zeigten. Ach ja, die goldenen Pfeile auf Silberstücke. Hier ist zwei was zusammen. Und das sind zwei Silberpfeile, okay. Die zwei Bronzestücken müssen auf die zwei Silberpfeile. Und dann sollte der Einsatz bereit sein. Pelor, der legendäre Schild. Ich habe ihn gefunden. Und ich würde sagen, wir testen den dann auch gleich mal aus, da das hier die einzige Tür ist, die wir öffnen können. Und ich keine Lust habe, mit dieser Frau nochmal zusammen zu treffen. Lässt die sich vielleicht rauslocken mit ein bisschen Futter. Ein Versuch ist es wert. Funktioniert. Fiat Lux! Fluch und Verderben über dich! Verraten sollt ihr Menschen! Ich werde dich finden und zur Strecke bringen! Ich werde dir dein kurzes Leben zur Hölle machen! Ich werde mächtig große Worte für jemanden, der im Begriff ist zu sterben, meine Liebe. Aber damit können wir in den Raum. Bingo.